Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Es geht heute wieder ein bisschen um Call of Duty World War 2 und zwar gucken wir uns heute neues Gameplay an und zwar Gameplay der derzeit höchsten Streak in Call of Duty World War 2. Ein heftiges Ding, muss man ganz klar sagen. Das Gameplay im Hintergrund, das kommt komplett von Game Informer, ihr habt es an den Wasserzeichen wahrscheinlich schon gesehen. Das ganze Gameplay ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir gucken uns jetzt nur einen Ausschnitt an, wo man diese krasse Streak sieht und das ist die Ball Turret Gunner Streak. Die bekommt man derzeit mit 1450 Punkte, ist ein bisschen erhöht worden, auf der E3 hat man 50 Punkte weniger gebraucht, macht jetzt aber nicht wirklich einen Unterschied und das bedeutet, man macht 15 Kills bei zum Beispiel TDM und bekommt das Ding oder man spielt ein bisschen das Objective und so weiter und ja, das Ding knallt auf jeden Fall komplett rein, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach kurz mal an. Funktioniert ganz gut, würde ich behaupten. Das Ding, auch wenn jetzt im Gameplay nicht allzu viele Kills gemacht worden sind, aber ich glaube, diese Streak hat Potenzial, verdammt viele Kills zu machen. Scheint so ein bisschen einfach der Chopper Gunner zu sein, den wir zum Beispiel aus MW2 kennen, nur halt eben in World War 2. Und ich finde das ziemlich cool. Das heißt, wir brauchen nicht irgendwie die Befürchtung haben, dass es keine krassen Streaks gibt. Die sind auf jeden Fall mit dabei. Und ich würde sagen, dieses Ding zeigt das auf jeden Fall. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Streak sagt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, auf eure Meinung und es ist so, dass man in diesem Gameplay noch eine neue Waffe sieht. Die Waffe, die haben wir schon mal ganz kurz am Boden liegen sehen und zwar ist das die Type 100, eine japanische Waffe, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, die wird auch mit dabei sein und im Hintergrund seht ihr dazu gerade ein bisschen Gameplay. Und noch viel mehr neues Zeug und vor allem halt mehr Gameplay von dieser Map seht ihr bei Game Informer. Wie gesagt, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort auf jeden Fall vorbei. Das war's dann ansonsten mit diesem Video. Ich wollte euch die beiden Sachen einfach nur zeigen. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und für weitere Call of Duty Videos, lasst natürlich gerne auch ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.